einen wunderschönen guten Morgen von uns beiden. Ja, wie ihr sehen könnt, ja, bin ich mit dem Erik hier oben im Kinderzimmer. Und schaut mal, der ist total fasziniert davon, immer aus dem Fenster zu gucken. Wahrscheinlich, weil es so schön hell ist. Besonders viel kann man da jetzt ehrlich gesagt nicht sehen, weil es ist alles voller Wolken und es regnet ein bisschen. Aber er guckt total gern einfach aus dem Fenster und liegt jetzt einfach mal hier und strampelt ein bisschen. Mein kleines Baby. Der kleine Setz. Ein bisschen gucken. Ja, was ich auf jeden Fall jetzt, solange der Kleine hier, es wird nicht lange gut gehen, friedlich liegt, ist, dass ich hier die Kinderzimmer ein bisschen aufräumen möchte. Beim Leo ehrlich gesagt geht's. Da ist nur ein bisschen Chaos hier beim Kaufmannsladen und hier steht einiges rum und da oben. Und ja, im Bücherregal hat der Kleine, nee, der Mittlere, wie sage ich das jetzt, also Leo, hat ordentlich gewütet. Da will ich kurz mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Aber das große Chaos, weil die Kinder doch vorwiegend beim Nino im Zimmer spielen, wartet ehrlich gesagt hier. Und das will bzw. muss ich jetzt angehen. Und hoffe, dass Erik, wie gesagt, gut mitmacht, denn meine Kinder bekommen heute Nachmittag Spielbesuch. Direkt nach der Kita kommen zwei Kinder mit. Also da habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 5 Kinder. Wird aber, glaube ich, ganz cool. Und freue ich mich auch drauf. Aber ja, mir ist es dann immer lieber, auch wenn es wahrscheinlich danach noch schlimmer aussieht wie jetzt, möchte ich dann doch, dass die Kinder hier alles ordentlich vorfinden und dass die Spiele dahin gehören, wo sie sollen und auch vollständig sind, weil ich habe vorher gesehen, Leo hat gestern hier dieses Angelspiel gemacht und nicht wieder richtig in den Karton reinbekommen. Und Lego haben sie da hinten auch so ein bisschen gebaut und Wäsche liegt hier noch rum und ja, ne? Das muss ich oder möchte ich jetzt dringend kurz angehen, solange eben ja mein Baby hier liegt und ich habe mir der schon schön strampeln kann. Wo guckst denn du überall hin? Hä? Hier sind ganz viele Spielsachen, ne? Ah, wer lacht denn da? Habe ich da ein Lächeln gesehen? Habe ich da ein Lächeln gesehen? Mein Schatz? Ist sie gerade gelächelt? Ist sie gerade gelächelt? Sisi? Ha? Ja. Hm? Strampel mal ein bisschen, ne? Strampel dich müde. Das macht er nämlich, wenn er gut drauf ist und satt und zufrieden, macht er das echt ganz gerne mal so auf so einer Krabbeldecke liegen und ein bisschen strampeln. Aber ansonsten ist er natürlich nach wie vor sehr, sehr gerne bei Mama. Und ja, jetzt nutze ich die Zeit, solange er wie gesagt noch happy ist und räume ein bisschen auf. Leos Zimmer ging jetzt echt fix. Also hier ist jetzt alles wieder schön aufgeräumt. Im Kaufmannsladen findet man jetzt auch wieder ein paar Sachen zum Einkaufen. Und auch hier das Bücherregal ist jetzt wieder schön aufgeräumt. Mein Baby liegt da immer noch zufrieden. Und was jetzt für mich natürlich auch noch dazu gehört, ist hier schnell durchsaugen. Und ich bin nach wie vor so unendlich froh, dass wir hier bei uns im Haus jetzt seit ein paar Monaten einen zweiten Staubsauger haben. Ich habe euch den schon mal gezeigt, den habe ich ja hier deponiert. Das ist der U10 Pro Akkusauger von Yotel. Und dadurch, dass gerade auch Black Week ist und es einen richtig, richtig coolen Rabatt gibt, wollte ich euch den auf jeden Fall nochmal vorstellen und ans Herz legen. Das ist nämlich gerade 24% reduziert und kostet nur noch 107 Euro statt 160 Euro. Also wenn das mal kein super Angebot ist und ich bin so, so, so zufrieden mit ihm. Und vor allem ist es jetzt für mich natürlich auch super praktisch, dass ich jetzt nicht nach unten muss ins Erdgeschoss, um den Staubsauger zu holen und das Baby hier oben alleine zu lassen oder das Ding quer durchs ganze Haus tragen muss, vielleicht mit Baby auf dem Arm, sondern ich einfach hier oben einen zweiten Akkusauger habe, der richtig, richtig gut ist. Also ich habe den jetzt mehrere Wochen schon in Gebrauch, mehrere Monate und bin wirklich hochzufrieden. Der hat ein
5-Schicht-Filtersystem. Ja, der ist bei uns wirklich gut in Benutzung, wie man hier sieht. Hat zwei unterschiedliche Saugmodi, die man hier vorne einstellen kann, je nachdem, wie viel ihr wegsaugen müsst, wie hoch die Belastung ist. Und hat eine super lange Akkulaufzeit. Und er ist, ich zeige euch das jetzt gerade mal im Live-Betrieb, er ist wirklich leise. Und dementsprechend habe ich jetzt auch kein Problem damit, hier neben meinem Baby zu saugen. Also das ist wie der Modus, in dem er anläuft, wenn er normal saugt. Und Achtung, das ist jetzt die höhere Saugleistung. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Bin ich auch fertig und wie ihr seht, habe ich jetzt den Staubsauger einfach mal da vorne das lange Saugrohr abgemacht und einen der Aufsätze drauf gemacht, um hier diesen Spieltisch abzusaugen. Und wie gesagt, ich bin wirklich hochzufrieden mit diesem Sauger. Ihr habt da wie gesagt auch noch verschiedene Aufsätze mit dabei und nutzt gerne die Black Week, um euch diesen tollen Staubsauger mal anzuschauen. Den Link packe ich euch natürlich selbstverständlich unten in die Infobox. Und ja, zwischendrin, ach wie schön, Staubsauger räume ich gleich wieder in die Station. Wie schön jetzt wieder hier alles aufgeräumt ist. Und zwischendrin habe ich natürlich aber das Baby kurz stillen müssen. Oder dürfen müssen, klingt immer so negativ, aber da ist er eingeschlafen. Schaut mal, wie süß er da jetzt liegt in Leos Bett. Eingemummelt in so eine Einschlagdecke, die ich auch immer, also da lag er gerade auch als Krabbeldecke drauf. Und ich habe mir gerade beim Aufräumen von Ninos Zimmer überlegt, dass ich, solange der Kleine jetzt noch schläft, hier noch kurz ein bisschen was bei Leo umräumen möchte. Und zwar werde ich diese Autospielbahn, die werde ich jetzt mal hier auf dem Boden deponieren. So. Dann kann er hier auf dem Boden damit spielen. Und dann kann ich nämlich jetzt hier auf diesem Board dieses Weihnachtsset aufbauen, was er letztes Jahr bekommen hat. Da habe ich jetzt irgendwie, solange jetzt der Kleine noch schläft, habe ich da jetzt richtig Lust drauf, hier auf dieser Kommode diese Weihnachtswelt für Leo aufzubauen. Und dann können wir da vielleicht heute Nachmittag auch noch ein bisschen damit spielen. Das ist ja so süß gemacht hier mit diesen Dekorationen. Ich hoffe jetzt natürlich, dass diese Steine jetzt nicht zu laut sind und das Baby gleich wieder aufwacht. Aber es scheint so, als ob er gerade relativ tief schläft. Oh, schaut mal, wie süß hier mit diesen Geschenken. Und wenn das dann komplett aufgebaut ist, sieht das echt richtig, richtig süß aus. Und ich denke, dann spielen die Kinder auf jeden Fall eher damit, wie wenn wie wenn das immer in der Karte steht und nicht aufgebaut ist. Von daher dachte ich, mache ich das jetzt kurz. Ein bisschen Weihnachtsstimmung hier ins Zimmer bringen. Mit Tannenbaum und
Ja, mag ich sehr gerne. Ich hätte gedacht, das mache ich jetzt spontan. Und wenn der kleine Erik dann noch schläft, wenn ich hier fertig bin, dann gucke ich mal, ob ich noch alles da habe. Dann würde ich, glaube ich, spontan noch ein paar Muffins für die Kinder heute Nachmittag backen. Dann sind die auch happy, komme ich mit Weihnachtsmann und natürlich Geschenksack. Ich glaube, das wird schön, wenn das jetzt hier aufgebaut ist. Freut sich die Mama auch. Fertig. Ich liebe sowas, ja. Und ich finde, das ist so ein süßes Set. Eine so eine Figur, die ist noch unten im Wohnzimmer, das weiß ich. Und hier fehlt noch so ein Kranz. Das ist auch bestimmt in dieser großen Kiste da hinten. Aber da kann ich jetzt definitiv nicht wühlen, weil sonst wird Erik nämlich wach. Aber ja, so steht das da jetzt. Bin gespannt, was der Leo nachher sagt. Das ist so süß alles gemacht. Ich liebe das. Ich finde das Set so toll. Genau, das lasse ich jetzt hier für die Kinder einfach mal so, obala, einfach mal so stehen und nutze jetzt die Gunst der Stunde und lasse den Erik hier noch ein bisschen schlafen. Ich habe ja hier das Babyphone vom Leo, das mache ich mir unten jetzt gleich an. Und dann kann er jetzt hier einfach noch ein bisschen in Ruhe schlafen. Und ich mache unten jetzt einfach noch schnell, rühre ich schnell ein paar Muffins zusammen. Oder warte, bis das Baby jetzt wach wird und nimmt mit runter. Man weiß es nicht, wird er jetzt wach oder nicht. Und ich glaube, es sieht ganz gut aus, dass er vielleicht auch noch kurz schläft. Muffins sind ja im Prinzip schnell zusammengerührt. Und dann schauen wir mal, wie lange Mäuschen jetzt noch schlafen will. Zum Muffinbacken bin ich jetzt tatsächlich nicht mehr gekommen, denn für mich hatte jetzt vorher tatsächlich erstmal Priorität, kurz mir noch was zum Mittagessen zu machen. Und ich habe es genauso weit geschafft, dass ich Kartoffeln geschält habe und die in meine Küchenmaschine gepackt habe. Und die sind jetzt auch mittlerweile schon fertig. Und dann war der Kleine auch schon wieder wach. Ich saß jetzt dann wieder auf der Couch, habe gestillt und gekuschelt. Und ja, jetzt konnte ich ihn ablegen. Und werde jetzt erstmal schnell den Rest vom Mittagessen warm machen. Ich habe nämlich noch gestern noch was übrig. Hackbraten und eine Gemüsesoße. Das muss ich jetzt noch schnell in der Mikrowelle mal machen. Kartoffeln habe ich mir jetzt frisch gemacht und dann esse ich. Und dann muss ich auch schon los die Kinder von der Kita abholen, alle samt die Rasselbande. Und ich bin Gott froh, dass ich heute Morgen nicht versprochen habe, tatsächlich Muffins zu backen. Ich hatte es im Hinterkopf. Wäre schön, wenn es klappt, aber wenn nicht, dann halt nicht. Aber schlimm ist natürlich immer, wenn man das den Kindern verspricht bzw. ankündigt. Und dann hat man es nicht geschafft. Das ist natürlich dann auch schade. Von daher bin ich froh, dass ich da heute Morgen nichts zu meinen Kindern gesagt habe. Und dementsprechend ist jetzt hoffentlich dann nicht die Enttäuschung groß, dass es keine Muffins gibt. Ich denke, die Kinder werden trotzdem happy sein. Vielleicht habe ich auch irgendwo was Leckeres, Kleines im Schrank als Snack für heute Nachmittag. Aber ja, bevor sich da hinten gleich wieder die Ärmchen regeln, werde ich jetzt schnell mein... Ja, ihr hört es schon. Dann werde ich jetzt schnell mein Essen warm machen, dass ich zumindest noch kurz zum Essen komme. Dann gehe ich die Kiddies abholen. Und dann freue ich mich auf einen schönen, gemütlichen Nachmittag und hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben!